Oh, hallo und willkommen beim Eisernen Koloss oder auf Englisch eben Iron Juggernaut. Wie ihr sehen könnt, verwenden wir dreimal Heal, zweimal Tank und fünfmal DD. Und ihr werdet bei diesem Boss um die drei Healer nicht herumkommen, da einfach sehr, sehr viel Schaden kommt. Und trotzdem müssen alle Spieler den Effekten so gut es geht ausweichen. Und es muss trotzdem sehr, sehr viel gehealt werden. Also mal zum prinzipiellen Kampfablauf. Es gibt wie im Normal zwei Phasen. In der ersten Phase, wo sich der Koloss praktisch in der Kampfhaltung befindet, da teilt ihr euch in einer Fächerform auf. Also schaut, dass ihr gefächert steht, und zwar einfach dafür, dass so wie ihr es gerade gesehen habt, das Sägeblatt, das geht immer zufällig auf irgendeinen Spieler und schneidet dann durch den Raid. Und wenn ihr euch ein bisschen gefächert aufstellt, dann trifft dieses Sägeblatt meistens nur einen Spieler und nicht mehrere. Und der zweite Grund sind natürlich diese Effekte, also die Stacheln, die aus dem Boden kommen, die verfolgen ja immer zufällige Spieler. Und wenn ihr euch da auffächert, dann muss nur ein Spieler laufen und ihr blockiert die anderen Spieler nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, denn der Boss hat gleich auch ein gewisses Damage Requirement dabei. Und wenn ihr da zu viel Low DPS habt, dann geht er automatisch in den Enrage und hittet euch dann einfach um. Also mal aufgefächert aufstellen, den Effekten so gut es geht ausweichen, und natürlich, was noch ganz, ganz wichtig ist, sind die Minen. Die Minen können ja im Flex Rate oder so ignoriert werden, hier auf dem heroischen Modus natürlich nicht mehr. Wenn da eine Mine durchgeht, ist praktisch ein Raid Wipe, da das einfach viel zu viel Schaden macht. Und wie soakt jetzt die Minen am besten? Also wir machten das so: Der Tank, der gerade nicht tankt, nimmt immer zwei Minen, und die dritte verbleibende Mine, also die, die am weitesten entfernt ist aus dem Melee Camp, die wird dann von unsere Mage gemacht oder von dem Shadow Priest oder von dem Hunter mit dem Cooldown. Aber primär wird es natürlich immer vom Magier gemacht, da der jede Mine nehmen kann, außer es ist wirklich zu weit weg, dann nicht. Dann habt ihr es jetzt gerade gesehen, das Zurückkicken. Das ist hier die kritische Phase im heroischen Modus, da sehr, sehr viel Schaden kommt, benötigt ihr einen Cooldown, wenn ihr gekickt werdet. Also wenn ihr dann hinten landet, sollte schon alles ab sein, und dann laufen wir an den Boss nicht mehr ran. Also wir bleiben die komplette zweite Phase, also wenn der Boss einen AOE macht, hinten stehen und moven einfach nur und versuchen den Effekten auszuweichen und heilen das gesamte Gegen. Also insgesamt kommt ja dreimal dieser Storm, dieser Backkick, und dann braucht ihr drei wirklich harte Heal-Cooldowns, denn ansonsten werden euch die Leute einfach wegsterben. Und in dieser Zeit machen wir keinen Schaden auf den Boss oder gehen nicht ran, auf den Grund von der Bombardierung. Also so wie ihr es gesehen habt, sobald der Boss in der Phase ist, kommt im heroischen Modus die Fähigkeit der Bombardierung dazu. Und hier ebnet er dann mit sehr, sehr vielen Einschlägen eine Seite ein. Ihr könnt natürlich Glück haben, dass es auf die andere Richtung geht, aber es ist einfach zu riskant, hier Spieler ranzuschicken. Für die paar DPS muss sie eh nur moven müssen, einfach aufgrund dessen, dass auch sehr hoher Rage-Schaden kommt. Also macht das einfach so wie wir, stellt euch hinten zusammen, teilt, macht euch eine Cooldown-Rotation aus. Also wer wann was stellt, auch Owl Mastery, wirklich alles nehmen, da hier sehr, sehr hoher Schaden kommt. Und nachdem die Phase vorbei ist, stellt euch wieder in den Fächer auf und das ganze Spiel geht von vorne. Also ihr habt insgesamt jede Phase zweimal und danach beginnt direkt der Enrage.